Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Cube VR. Das letzte Mal bin ich noch ein bisschen rumgelaufen, habe geguckt, was ich denn machen könnte. Und ja, ich würde sagen, ich baue ein bisschen an meinem Wüstentempel. So ein paar Deko-Sachen, weil ich habe ein paar Steinchen. Ich muss ja meine Hebi-Statue wieder neu machen. Und ich habe ja auch wieder ein paar neue Custom Blocks. Und einige davon sehen halt relativ cool aus. Ist zwar jetzt eher keltisch, aber ich will mal gucken, ob man vielleicht so Zementblöcke oder irgendwie sowas Off-White, was auch immer Off-Weiß sein soll. Dunkelbraun, braun, Raypen. Also es gibt dann so ein paar Blöcke, die ich halt noch nutzen kann. Ansonsten, ich habe ja noch diese Elfenstone-Blöcke und ein paar gekarbt worden habe ich ja auch noch, also mit Gold. Müsste ich bloß mal gucken, ob wir jetzt vielleicht hier noch irgendwo Gold rumliegen haben. Im Inventar ist nur Kupfer. Da ist eine blaue Fackel. Das ist gut, da würde ich einfach mal die Fackel mitnehmen und dann einfach mal nach ein bisschen was Gold suchen. Ja, schon mal bloß so gucken. Ne, hier war's. Ne. Irgendwo hatte ich ja noch so einen Seiteneingang gebaut. Ach ja. So, da haben wir Kohle, Kristalle. Die Digging mit Kohle. Hier ist Gold. Das ging doch schnell. Seht ihr, wie schnell man Gold finden kann? Das war ein Gold-Speed-One. Wow. So. Tatsächlich ist jetzt mein Giveaway vorbei. Ist jetzt die Nacht fertig geworden, also die Nacht, wo ich das Video jetzt aufnehme. Hab ja dank der äußerst unangenehmen Wärme nie wirklich geschlafen. Und da habe ich halt pünktlich um Mitternacht einen Gewinner ausgelost für mein Giveaway. Und der Gewinner ist in Großbritannien. Habe ich noch gleich angeschrieben. Bin ich mal gespannt, ob er sich meldet. Ich gehe mal ganz stark davon aus. Immerhin ist eine 3070 nie unbedingt irgendwas, was man freiwillig gern vermissen möchte, besonders wenn man sie gewonnen hat. Problem ist, wie schreibe ich den an, ohne dass der denkt, dass es Spam ist? Weil wenn ich einfach schreibe, hey, hier ist dein Gewinn, das ist so eine typische Spam-E-Mail, die löscht er. Also habe ich einfach nur meinen Kanalnamen, also GP Archer, reingeschrieben und das ist kein Scam, kein Spam, und da hoffe ich einfach mal, dass er die Nachricht liest. Außerdem habe ich die Gewinnziehung von dem halt auch auf meinen YouTube-Kanal gestellt. Natürlich habe ich seine Adresse, beziehungsweise seine E-Mail-Adresse und seine Kontaktdaten, seinen Namen mit einem Sticker überklebt, weil das sind private Infos, die gibt man nie weiter. Zumindest nicht, wenn man ich ist. Und ja, hoffe ich mal, dass er sich auf meine Mail meldet. Ansonsten werde ich einfach in ein paar Tagen jemand anderen auswählen lassen. Aber ich muss sagen, ich bin im Großen und Ganzen mit Cleam.io wirklich zufrieden. Ich hatte jetzt dadurch, dass ich halt das
Stream IO nicht abonniere und nicht diese ganzen extrem überteuerten Abos dort abgeschlossen habe, konnte ich halt nur Leute dazu bringen, meinen YouTube-Kanal anzuklicken. Und das war auch genau das, was ich wollte, deswegen hatte ich da absolut kein Problem damit. Aber wenn ich das sehe, dass manche da halt großflächig alles, was sie haben, so Discord, Reddit, YouTube, Facebook, Twitter und Patreon und hast du nicht gesehen, da zahlen die ja stellenweise bis zu, ich glaube, 500 Euro im Monat war es gewesen, was das Höchste war. Da kann ich mir vorstellen, das können ja nur eigentlich irgendwelche sein, die halt wirklich ganz groß Geld damit machen und die halt auch regelmäßig irgendwelche Giveaways machen, damit sie ihre Statistiken halten können. Es ist tatsächlich gegen die YouTube-Richtlinien, Gewinnspiele zu machen, bei denen man die Leute auffordert, YouTube-Statistiken zu fälschen. Ups. Sprich, wenn du sagst, ihr müsst mich abonnieren, um am Gewinnspiel teilzunehmen, das ist tatsächlich sogar von YouTube aus verboten, weil das ja künstlich deine Abonnentenzahlen nach oben treibt. Das würde bedeuten, du würdest YouTube-Statistiken verfälschen. Und das darf man nicht. Hält sich keine Sau dran. YouTube ahndet das in der Regel auch nicht. Wahrscheinlich, weil es halt gemeldet werden muss. Und da es im Grunde keiner weiß oder wissen will, meldet es halt keiner. Und dadurch kommt es halt, dass sich da keiner an die YouTube-Richtlinien hält. Also es gibt schon einige, die sich dran halten, aber die meisten eher nicht. Sieht man, dass die dann kommen, ja, abonniert den Kanal und liked und macht und habt ihr nie gesehen und nur dann könnt ihr dran teilnehmen. Es ist ja tatsächlich sogar grenzwertig und Auslegungssache vom YouTube-Algorithmus, wenn man sogar sagt, dass nur im Video kommentiert werden soll. Wobei ich da ganz ehrlich sagen muss, wenn die sowas auch ahnden würden, wären sie wirklich extrem pingelig. Aber Gott, das ist... Ich habe mich an alle Richtlinien gehalten. Hatte ich sowieso vorgehabt. Ich wollte ja keine Abos generieren, sondern wirklich nur das Stückchen Elektroschrott loswerden. Ich bin tatsächlich ganz froh, dass es nach Großbritannien und nicht nach Amerika geht. Weil momentan kriegst du halt nichts so darüber geschippt. Weil Schiffe gehen nach wie vor nicht. Es geht halt nur per Luftpost. Und da zahlst du halt ein bisschen was über 80 Euro für so ein Scheißpaket. Ich wollte ja keine Kraftausdrücke benutzen für so ein hobeliges Paket. Mal noch ein paar Steine mitnehmen, vorsichtshalber. Ja, und da ist es nach Großbritannien ein bisschen günstiger. Also nicht so weit weg. Zahle ich 26 Euro, wenn er sich meldet. Wenn ich Pech habe, meldet er sich nie. Und der nächste Gewinner kommt dann aus Amerika. Wobei Amerika wahrscheinlich sogar noch einfacher wäre als beispielsweise Israel. Israel ist eigentlich ein ganz schönes Land, wenn die nicht so paranoid militaristisch wären. Ich weiß nur, wo ich dort meine damalige Freundin besucht habe, wo die mich nicht mehr aus dem Land rauslassen wollten, weil ich einen Magneten für einen Kühlschrank, so Kühlschrankmagneten als Souvenir für die Eltern mitgebracht habe. Und die konnten halt nie verstehen, dass man in der heutigen Zeit jemanden übers Internet kennenlernen kann. Da haben die mir nicht geglaubt, dass ich dort nur einen Kühlschrankmagnet gekauft habe. Haben die dort mit mir diskutiert, da hat die Security die Chefin dort geholt. Die Chefin von der Security hat mit irgendjemandem rumtelefoniert. Das war schon eher Schikane. Da hat ich gar keinen Bock drauf gehabt, das war richtig nervig. So ein schönes Land, aber für den Nachbarn ist das Land sehr, sehr unangenehm. Vielleicht hat sich jetzt ein bisschen geändert mit der neuen Regierung, aber ich bezweifle es. Das ist jetzt auch bloß meine eigene persönliche Meinung zu dem Land. Am Ende ist es vielleicht ganz anders. Die Menschen sind toll. Die ich dort getroffen habe, das waren hauptsächlich Russen. Die waren
Alle super nett und freundlich, da gab's gar nichts. Einige waren besoffen. Da war einer nachts auf der Straße und hat dort angefangen, auf der Straße irgendwie die Farbe von der Fahrbahn runter zu kratzen. Weshalb auch immer. Aber ansonsten ist es halt ein sehr schönes Land. Habe ich zum ersten Mal Kamele gesehen. Die sind ja dort einfach nur wildläufig, wie bei uns der Rehe. Es war interessant. Also mal so was zu sehen, was du halt so nie kennst. Ich als Otto-Normal-Deutscher, der normalerweise nicht groß ins Ausland gekommen ist in seinem Leben. Und wenn, dann eher ins Nachbarland, wo es da halt auch keine wildlebenden Kamele gibt. Das war schon für mich interessant. Ah, ich glaube, da gibt es kein Gold mehr hier. Ah. Na, bleib standhaft. Nicht wundern, wenn ich ein bisschen lispel oder ein bisschen komisch rede. Ich habe einen Bonbon im Mund, weil ich konnte mich nicht beherrschen. Ich brauchte was Süßes, weil ich so ein ganz ein Süßer bin. Wo ich heute von Arbeit nach Hause gefahren bin, hat es in Dresden angefangen zu tröpfeln. Da habe ich gedacht, oh ja, Regen, toll. Ich war aus der Stadt raus, da hat es aufgehört. Ich habe dort keine 500 Steine liegen. Da könnte man nicht sagen, dass es jetzt die ganzen Steine weggefeuert hat. Ich habe 89, wie viel brauchen wir? Na, das geht doch. 54 sollte machbar sein. Habe ich die Zeitkontrolle mit Mod eigentlich an? Bewegen sich die Schatten? Was zu sagen. Ups. Ich glaube, das sah irgendwie so aus, oder? Ich kann ja mal gucken. Okay, 2. War ich ja gar nicht so weit weg. Komm her, so. Was mir jetzt so aufgefallen ist, außer dass halt YouTube meine Videos jetzt an mich selbst empfiehlt, ich bekomme tatsächlich sehr viel mehr Abrufe auf meine Livestreams, even als Video, als Aufnahme nach dem Stream. Selbst dann habe ich immer noch mehr Aufrufe als auf meine eigentlichen Videos. Juckt die Nase. Weil ich habe so im Schnitt jetzt auf dem Video so Pi mal Daumen 25, 30 Abrufe. Englische Videos gerne mal so um die 40. Und meine Streams, die haben tatsächlich auch so 55, 60. Interessant, anscheinend mögen Leute so meine Interaktion mit dem Chat ein bisschen mehr. Oder einfach, weil es mehr Inhalt im Ganzen ist. Das kann auch sein. So. Wir könnten ja so... Ach, na Gott, ich weiß jetzt echt nie, ob ich so keltisches Zeug hier anbauen sollte. Das keltische... Also diese keltischen... Das ging ja nicht. Blocks, die könnte ich wahrscheinlich für eine Burg ganz gut nutzen. Das wäre doch eigentlich auch eine gute Überlegung wert, dass ich so eine Art Wikinger-Schloss baue. Also Wikinger-Feste baue.
Wobei, die haben ja meistens so eher so Holzhütten. Aber so eine richtig schöne Burgfeste, sowas. Ich muss mal gucken, ob ich sowas wie ein Königstein als Blaupause finde. Oder der Wartburg. Der Wartburg, die wäre doch... Die könnte ich doch bestimmt irgendwo hier oben auf so einem Berg drauf flacken. So, dort hier so gleich so... Wobei der Wartburg tatsächlich relativ groß ist, wenn ich das jetzt mir so anschaue. Also ich denke mal, die würde ja wahrscheinlich die gesamte Länge und höchstwahrscheinlich auch die gesamte Breite einnehmen. Weil der Wartburg, die ist tatsächlich ziemlich groß. Wenn ich mir jetzt so die Bilder ins Gedächtnis rufe. So Zeug wie Schloss Schwanstein oder so, habe ich absolut keinen Bock drauf. So, machen wir erstmal so ein paar Sandstone Blocks. Limestone war's. Gilded Limestone. Ja, machen wir sowas. Das sollte machbar sein. Das bekommt der David hier hin. So. 50. Dann habe ich mir so gedacht, vielleicht hier so zentral. Müsste ich vielleicht bloß mal kurz ausmessen. Wie viele Blöcke hier dazwischen sind, weil das habe ich jetzt neben Kopf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich bin jetzt zu faul, den Tape-Measurement zu nutzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach ne, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, jetzt sind 12er. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. So, 1, 2, 3, 4, 5. Hier ist der Mitte. Oder ich habe ja noch diesen einen Tunnel neben meinem Haus, der so diagonal geht. Also ich habe ja den geraden Tunnel, der dann zu meinem noch kleinen heißen Quelle mit Wasserfall alles geht, wo ich dann hier unten rauskomme. Und da habe ich ja, wenn ich aus meinem Garten rausgehe hier zu dem Tunnel, habe ich ja rechts mal so einen diagonalen Tunnel gebaut. Dort könnte ich ja noch was rein. Oder ich habe ja hier noch so ein kleines... So eine kleine Hobbit-Höhle. Dass man dort einfach was nach unten baut und dann einfach dort so ein, eine Zwergengaststätte, sag ich mal, errichtet. So, und das soll jetzt wirklich die Mitte sein? Hm.
Nee, da habe ich mich um den Zehner vertan. Wenn, dann ist die Mitte hier. Irgendwo so. Habe ich mich um den Zehner vertan. Kann ja mal passieren. Das war ein bisschen zu weit. Ups, nee. Ich denk mal hier. Könnte ganz gut passen. So. Jetzt nehmen wir dich. Oder was ich. Eher so. Kommt das halbwegs symmetrisch hin? Zwei in alle Richtungen? Ja. So, hier rein machen wir jetzt. So, die Hecke. Eine Reihe. Ich Rubine? Schade. Ich werde tatsächlich mal nach einem Rubin schauen. Ich habe das letzte Mal diese Digging-Mod genutzt, um an Kristalle zu kommen. Das funktioniert nicht mehr. Nachdem mein Mod-Review-Video dazu rausgekommen ist, hat der Mod-Entwickler direkt das gefixt. Dass man jetzt wirklich die Steine alles selber kaputt machen muss. Guck ich mal, ich will ein paar Rubine haben. Ich muss die haben, ich muss. Vielleicht sehe ich ja noch ein bisschen was Gold. Es ist so hässlich warm. Wobei es so ein Smaragd jetzt auch nicht verkehrt. Also Rubin oder Smaragd hätte ich jetzt schon ganz gern. Ich habe mir mal so angeguckt, was so mein Altersdurchschnitt ist von meinem YouTube-Kanal, von den Zuschauern her. Und da war bisher eigentlich immer so 30 bis 35 rum, wo halt die meisten geschaut haben. Das ist jetzt tatsächlich etwas jünger geworden und gleichzeitig schauen noch viel mehr Leute zu, die über 50 sind. Interessant, wenn man tatsächlich mal so mehrere Altersklassen in seinen Videos hat. Wobei das kann alles natürlich ein bisschen verfälscht sein durch mein Gewinnspiel. Das Giveaway, das hat ja tatsächlich anders gezogen. Ich habe tatsächlich auch, nachdem es jetzt vorbei ist, schon wieder 5 Abonnenten verloren. Aber ich habe auch schon wieder 12 neue, von daher ist in der Summe alles noch okay. Das war ja vor Hebi war tatsächlich im Juli jetzt mein neues Tief für dieses Jahr. Da habe ich in 28 Tagen 8 neue Abonnenten bekommen. Das war das Langsamste, was ich dieses Jahr hatte. Ich bin recht gut gestartet. Hatte eigentlich immer so 30 neue Abonnenten im Monat. Und ja, es wurde halt immer weniger.
Und im Juli waren es dann 8. Dann kam Happy. Und dann ist es hochgeschossen auf über 800. Ich habe tatsächlich meine Abonnentenanzahl verdoppelt in den letzten 28 Tagen. Das gefällt YouTube, die pushen gerade wirklich meinen Kanal ziemlich gut, in der Hoffnung, dass ich Werbung mache, damit die Geld verdienen können. Aber bis auf die Werbung an der Seite sehe ich halt nie einen, andere Werbung schalten zu müssen. Weil so nötig habe ich es nie. Wenn ich jetzt ohne an den Seiten Werbung schalten würde, würde ich jetzt wahrscheinlich schon längst einen Lamborghini fahren. Nee, aber mir geht es halt nie um die Werbeeinnahmen. Ein bisschen was Werbung schalte ich, weil dadurch bin ich interessant für YouTube. Meine neuen Videos, da mache ich das halt prinzipiell, zumindest meine Let's Plays. Mod-Reviews monetarisiere ich nie, weil ich zeige ja bloß, wie die Mods funktionieren, da mache ich nie wirklich viel. Und da sehe ich halt nie ein, dass ich dafür Geld nehmen soll, weil die Mods wurden von anderen Menschen erstellt. Ich zeige nur, was man damit machen kann. Und da ist es halt einfach für mich persönlich nie okay, dass ich da Geld mitmachen will. Weil das ist für mich wirklich mit anderen Leuten Arbeit Geld machen. So Let's Plays oder so sehe ich anders, weil da setze ich ja meine eigene Kreativität, nenne ich es jetzt mal, ein. Weil ich mache ja meinen eigenen Content, in dem ich halt mit euch über Gott und die Welt quatsche in CubeVR. Ist ja mein Videotagebuch. Oder in dem ich halt zum Beispiel Valheim spiele. Wo ich halt wirklich versuche, nur im Spiel zu sein und halt nicht wie hier über Gott und die Welt quatsche. Weil hier kann ich jetzt nicht permanent hochfokussiert mich darum kümmern, dass ich hier Steine abbaue. Ganze Steinfamilien entfremde. Einen Keil zwischen Bande schlage, die seit Jahrzehnten Bestand haben. Also ja, ihr merkt, was ich meine. In CubeVR ist es halt, es ist ein entspanntes Spiel, wo man einfach mal die Seele baumeln lassen kann. Ich denke, ich setze das mal wieder ein bisschen um. Oh ne, komm. Oh! Rotze auf Zehenspitzen. Ich setze auf den Boden. Ist wahrscheinlich das Schlauste. Was ich ja gerne für meinen Weg zum Tempel machen würde, wäre sowas wie Palmen. Dass ich halt ein paar Holzblöcke nach oben baue und dann so eine Butcher-Hecke oder so eine Koniferen-Hecke. Ich nenne es jetzt einfach Konifere, weil diese Tucha ist ja eine Koniferenart. Da ich nur Konifere kenne und das als einziges auch aussprechen kann, bleibe ich bei Konifere. Ja, und dann halt als Blätter sozusagen so einen Konifernblock dorthin setzen. Muss ich mal gucken, vielleicht sieht das gar nicht mal so verkehrt aus. Weil dann könnte ich um meinen Tempel herum noch ein paar Bäumchen pflanzen. Ich möchte halt so halt sowas wie so Wasser, so Brunnen, sowas halt gerne haben. Weil keine Ahnung, wenn ich so an Wüstentempel denke, denke ich so an ägyptische Sachen. Und da denke ich irgendwie an so Wasserspiele in einem Tempel. Irgendwas, was halt so ein bisschen anmutig und mystisch wirkt. Na komm, ein Rubin kannst du mir doch noch geben.
Wobei, ich brauche eigentlich gar keinen Rubin mehr finden, weil ich weiß ja, wo ich meinen Rubin rumliegen habe. Ich habe hier eine Mod-Review gemacht zu der Gemologist-Mod. Also mit dieser Mod, wo man halt so diese Edelsteine bekommt. Und da muss ich ja nochmal eine neue machen, weil ja das, was ich gesagt habe, alles falsch war. Da habe ich ja noch so einen Rot. Und ich könnte endlich mal diese Schlafaltar-Mod ausprobieren. Wollte ich gestern in meinem Stream machen, aber da hatte ich nicht die nötigen Ersatzteile dafür gehabt. Warum ist das so warm, Leute? Ich glaube, für das nächste Video, was ich aufnehme, werde ich mir wieder einen Ventilator anmachen. Das ist einfach nur unangenehm. So ein Ventilator macht schon einiges aus. Wie jetzt? Habe ich den da in die Kiste gesteckt? Interessant. Sieht nicht so aus. Nee. Haufen Kopf hin und her gewackelt. Jetzt seid ihr alle seekrank. Na, dann habe ich halt bloß einen Rubin. Dann ist das so. Kann ich ja mal gucken, habe ich dunkles Holz? Ja. Gut, da gucke ich mal, ob ich dann halt so spontan eine Palme bauen kann. Da würde ich fürs nächste Mal vielleicht mal gucken, wie man so eine Palme am schönsten basteln kann. Und die würde ich einfach mit Cube Painter copy und pasten. Ich weiß nicht, ob man die drehen konnte. Bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube nicht. Oder war es irgendwie abhängig, wie rum man den Block gesetzt hat? Ich weiß es gerade gar nicht. Also ich habe tatsächlich noch nicht viel mit Copy und Paste gemacht mit Cube Painter. Müsste ich nachher mal schauen. Oder was heißt nachher? Wenn es dann mal soweit ist. Meine Protopalme baue ich ein bisschen was abseits, weil es so hässlich aussieht, dass ich nicht sehen muss. Ich merke langsam, dass ich die Nacht nicht geschlafen habe. Ich kann sie hin und her rücken. Diesmal geht sie nicht kaputt, wenn ich sie anfasse. Ach stimmt, das wollte ich ja mal testen. Ich glaube nämlich, ich hatte einen Vorschlaghammer oder eine Spitzachse oder irgendwie sowas in der Hand. Vielleicht hat das ja die Statue kaputt gemacht. Mal gucken, ob das irgendwas macht. So.
Ja, Protopalme, wo baue ich dich? Auf meinen Startpunkt der Welt. Oh. Brauche ich mich ja nicht zu wundern, wenn ich irgendwann mein Baulimit mal wieder erreicht habe. Sind wir bestimmt mal von oben runtergefallen. Interessant. Ach, da ist mein Startpunkt. Gut, dann würde ich sagen, suchen wir mal unser Glück an so einer Protopalme. Ist jetzt natürlich die Frage. Mache ich das so Vierer? So wird es eine fette Palme. Aber eine Palme ist ja in der Regel immer ein bisschen dünner. Vielleicht doch eher so. Das sieht komisch aus. So. Sackratze. Ich war langsam zu kurz dafür. Ich sag so rum. Das Ähnliche ist halt hier. Hier habt ihr das ein bisschen kürzer. Vielleicht noch sowas, so ein bisschen diagonal. Sieht das aus wie eine Palme? Ich glaube nicht. Sieht aus wie frisch aus einem Lovecraft-Roman entsprungen. Aber so Wikingerhaus, beziehungsweise so eine alte, schöne deutsche Burg. Ich guck mal, ob ich was für eine Wartburg finde. Oder so als Riesenprojekt. Einfach weil ich es bei Teils mal gesehen habe. Vielleicht so ein Riesenschloss. Sowas wie Helms Klamp. Aus Herr der Ringe. Ich habe gesehen, oder so andere, da gibt es ja so ganze Städte, die man in Minecraft nachgebaut hat. Wenn ich da an einen Blueprint kommen würde oder an Schematik, also an so eine 3D-Modell dazu, da könnte ich ja meine eigene Blaupausen-PDF erstellen. Dann könnte ich mich dort wochenlang damit beschäftigen. Ich hatte ja auch in meinem letzten recht spontanen Stream in einer Stunde knapp vier Ebenen von meinem Evangelion geschafft. Und das Problem ist halt einfach,
Der braucht extrem viel Konzentration. Das Boot, was ich gebaut habe im Community Welt, das war ja relativ klein. Das war nach 5 Stunden in einem Stück fertig. Aber der Eva, ich habe schon gemerkt, mit Leuten reden hat geholfen. Weil sonst schaffe ich immer bloß zwei, bis die Luft raus ist. Diesmal war halt auch so ein bisschen der Druck, weil halt Leute zugeschaut haben. Ich bekomme immer relativ viele Daumen nach oben für meine Livestreams. Ich sollte öfter streamen. Ach, das ist ein Rubin, oder? Ach ne, das ist Kupfer. Das ist auf dem Auto von Weitem aus wie so ein Rubin. Okay, das ist viel zu warm. Mein Sprachzentrum im Gehirn fängt schon an zu schmelzen. Und da wäre es das Beste, wenn ich dafür heute einfach Schluss mache. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir haben die Statue, die ich das letzte Mal kaputt gequetscht habe, mit meinen Gorilla-Kraft-Händen, habe schon aufgebaut. Und ein bisschen besser wie vorher ist es schon. Mal gucken, ob ich sowas wie eine Bauanleitung für die Wartburg oder so finde. Oder halt wirklich Helms Klamp. Würde ich dann einfach irgendwo hier hinten an so einen Berg dran klatschen. So, auf alle Fälle, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Tschüss. Ich habe immer noch was von dem Bonbon im Mund. Das ist noch nicht ganz geschmolzen oder zu Tode gelutscht. Hält ganz schön lange so Hustenbonbon, muss ich sagen. Normal Eukamenthol.